Es gibt Filmbilder von dem Gerichtsprozess vor Freisler gegen ihren Vater. Haben Sie sich die jemals angeguckt? Ja, ich hab diese Bilder habe ich gesehen bei einer Aufführung im Rahmen der Forschungsgemeinschaft. Und ich muss sagen, es hat mich schon sehr beeindruckt, die Haltung meines Vaters, aber nicht nur seine Haltung, sondern überhaupt der Menschen. Und das ist eben auch das, was so überzeugend ist. Das ist ja auch der Grund gewesen, weswegen die mit geheimer Kamera geführten Verhandlungen von Freisler, die an für sich dem deutschen Volk als abschreckendes Beispiel für diese miesen Menschen gezeigt werden sollten, die nie zur Aufführung gekommen sind, weil diejenigen, die veranlasst hatten, hinterher festgestellt haben, dass die Männer bei aller unwürdigen Behandlung mit einer unheimlichen Würde und Stärke diesem Freisler gegenübergetreten waren. Wann haben Sie diese Filmbilder zum ersten Mal gesehen? Die ersten Bilder dazu habe ich gesehen 1976, als ich, wie gesagt, bei der Uraufführung in Bonn eingeladen war. Das war das erste Mal, dass diese ganzen Filme überarbeitet waren, die Kopien aus der Zeit des Dritten Reiches und dann in einer entsprechenden Veranstaltung durch den Bundespräsidenten mit der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten der Öffentlichkeit vorgeführt wurden. Und Sie haben bei dieser Filmvorführung auch eine wichtige Information bekommen, soweit Ja, ich weiß. ich sagte ja, meine Mutter hat also relativ sparsam über die erschreckenden Zusammenhänge, für uns Kinder erschreckenden Zusammenhänge der Todesform meines Vaters gesprochen. Ich erinnere mich nur, dass mein Vater im Gefängnis gewesen war und erschossen wurde. Am Ende dieses Films 1976 habe ich im Nachspann überhaupt erst erfahren, dass mein Vater am 13. Oktober 1944 von Freisler zum Tode durch Erhängen verurteilt worden war. Und ich muss sagen, als ich anschließend nach dem Film auf dem Bonner Marktplatz dann oben stand, da hatte ich dann das erste Mal ein bisschen weiche Knie. Aber ich habe das meiner Mutter nie krumm genommen, weil ich sie bewundere, wie sie nach dem Kriege für uns beiden Jungs in einer vorbildlichen Art und Weise uns den Weg für unser Leben geebnet hat. Sie war auch gar nicht so begeistert nach all diesem Erleben, dass nun beide Jungs auch wieder Soldaten wurden, aber sie war in der letzten Konsequenz eine alte Soldatenfrau und als wir unseren Weg dann als Offiziere machten, war sie doch wiederum stolz auf uns.